Moin Freunde, was geht ab? Zu einer neuen Folge Minecraft Java Guide. Heute die fünfte Folge mit Ike hier wieder. Hallo. Im Hintergrund, wie gesagt. Ja, ihr seht, es ist der 24. Und was seht ihr in Minecraft? Wir machen heute eine XXL-Folge. Also, was heißt XXL-Folge? Wieder so eine Stunde, wie gesagt. Ihr seht schon, die Kisten sind so. Ich habe mich gerade schon erschrocken und das ist, weil es heute einfach Weihnachten ist. Ne? Das ist vollkommen klar. Heute ist Weihnachten und ich habe hier am Vormittag heute nochmal Bock gehabt, ein Video aufzunehmen und Ike hat es auch. Ja, in der letzten Folge. Ich habe jetzt einen Tag nichts hochgeladen, es tut mir leid. So eigentlich 2 Tage schon nicht mehr, aber das kam von der Uhrzeit irgendwie so hin, da, wo ich das hochgeladen habe. Ja. Also, ich werde heute mir ein Fischerhaus bauen auf der anderen Seite, da wo wir die Dschungelsetzlinge, sage ich jetzt mal so, gefarmt haben. Und da werde ich mir dann eine Schiene rüberbauen. Also eine, wie nennt man das? Hier. Bahn. Eine, ja, eine Bahn einfach rüberbauen. Ja, in der letzten Folge, wie gesagt, ich kann euch das ja nochmal zeigen, da haben wir diesen Flieder hier gepflanzt. Wir waren in der Mine und haben da Eisen, wie gesagt, gefarmt. Hier sieht man schon mal, 57 haben wir. Sieht aber eigentlich ganz cool aus, ne, mit diesen Kisten, dass die so aussehen. Ich finde das eigentlich ganz cool, Eike, mit dem Shader, dass das so ist. Weil heute Weihnachten ist. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ist das bei dir eigentlich auch so? Warte, ich kann ja mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass es bei der... Nee, hier nicht. Ja, bei mir ist es so. Naja. Ah, so, ich gehe jetzt rüber. Wir schnacken gar nicht lange. Und ja. Ich habe alles eigentlich, was ich dafür jetzt brauche. Ich kann auch mal in die Kiste reingucken, ob ich noch irgendwas dafür brauche. 57 Eisenbarren habe ich. Ja, ich habe eigentlich, stimmt eigentlich alles. Hier, und die andere Kiste sieht so aus, diese normale Truhe. Die sieht so einfach aus, random. War richtig cool, dass heute Weihnachten ist. Wie gesagt. So. Und da oben ist dieser komische Heini, der handelt. Was handelt denn der Bree? Ich guck mal nach. Junge, wie teuer, Alter. Oh. Was denn? Na, guck mal, was der handelt. Das ist mega teuer. Juhu. Wer sich das kauft, der ist ja wirklich selber dran schuld. Ich lasse den aber trotzdem mal hier oben irgendwie. So. Hier unten, wie gesagt, will ich mein Haus bauen. Auf dieser kleinen Insel da. Könnt ihr mal sagen, wie ihr das, wie gesagt, findet? Ja, sieht doch gut aus. Runter hier und dann geht's ab ans Bauen. Wie gesagt, das ist hier, habe ich gar nicht mehr so viel Holz dabei. Ich muss gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Aber ich versuche halt, wie gesagt, das Fischerhaus zu bauen, weil ich da auch mega Bock drauf habe. Wie gesagt, das wird eine lange Reise mit der Mine, also mit dieser Bahn, dass ich hier hinfahre und alles. Aber eigentlich können wir das Fischerhaus auch am, würdest du es lieber am Ufer bauen oder so ans Wasser so ran? So vollkommen so. Weiß Wenn wir das lieber irgendwie ans Ufer ran so? Ja, da wie wollen wir das? Oh nee! Oh nein! Ach du Scheiße, Angriff! Ja, Plünderer. Kacke. Ich will aber den Raid eben haben, ist halt das Ding. Ja, aber dann wird dein Dings ganz Dorf angegriffen. Ich weiß, aber ich möchte das ja, weil der verzauberte Bücher und so dingst. Hör aber auf. Du darfst nicht den mit der Flagge töten. Doch, dann kriege ich ja einen Raid, wenn ich den töte. Und ich will ja den Raid. Dann habe ich den Ja. jetzt eben die Folge und dann kann ich ja in der nächsten Folge diesen Raid machen. Ach du Scheiße, auf dein Dorf einfach. Ich möchte die aber gerne irgendwie holen. Dann darfst du aber in dieser Folge nicht mehr zum Dorf, ne? Ich Weil das weiß. sonst wird Das dann ist halt das angegriffen. Ding, Alter. Guck mal, die kommen ja jetzt. Ich baue mich jetzt ein, so. Irgendwie, dass die mich nicht hitten können, aber ich die hitten kann. Auch noch was anderes, nämlich Erde. So, die können mich jetzt nicht hitten, aber ich kann die hitten. Sollen mal kommen, die Brees. Können wir weiterreden. Was nehme ich nicht? Ich nehme jetzt einfach das hier. Weil ich möchte gerne diesen Raid eben haben. Weißt du, verstehst du, wie ich das meine? Der Raid, der wäre schon eigentlich ganz cool. Den hätte. Junge, wie langsam sind denn die, Alter? Folgen die mir? Ja, eigentlich schon. Die müssten mir folgen. Zum Raid. Jetzt geht doch mal. Hallo. Jetzt lernen sie noch. Alter. Ja, macht mir aber nicht jetzt so viel Damage, weil ich ja dieses Dings hab. Hallo. Hallo. Alter. Einer ist schon auf den Fersen. Das ist natürlich nicht so gut jetzt für mich. Ich versuche den jetzt mal zu holen. Ich versuche jetzt da einfach so ein Dings drauf zu machen. So. Und jetzt so.
kann ich mich immer healen, verstehst du? So eine kleine Heal-Ziel-Rampe. Ich mach jetzt einfach den hier. Gucke. Einen habe ich schon getötet. Mhm. Den anderen. Habe ich auch. Ich habe den. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Raid kriege. Wusstest du auch, dass du, wenn du Heuballen platzierst unter dir, dann kriegst du weniger Schaden, Falldamage halt? Nee, wusste ich jetzt auch nicht. Ey, Eike, habe ich jetzt den Raid? Weiß ich nicht. Hast du die jetzt alle getötet? Ja, unheilige volles Banner. Ich habe alle jetzt getötet. Ich glaube, ich habe jetzt, glaube ich, aber den Raid. Das wird noch nicht angezeigt, glaube ich, beim Trader jetzt hier. Ich glaube, ich baue heute doch das Fischerhaus. Und in der nächsten Folge machen wir dann diesen Raid. Okay? Ich glaube, das ist eine Idee, was wir machen. Und heute will ich nochmal in die Mine gehen, weil ich würde mich nochmal besser ausrüsten. Dafür. Ja. Und ich werde heute, wie gesagt, hier das Fischerhaus bauen. Dieses kleine Fischerhaus. Und das mit dieser Mine, die da, wie gesagt, drüber gebaut werden soll. Also diese Bahn. Ich sag dazu mal Mine. Ich glaube, die werde ich erst in der nächsten Folge bauen, weil ich das einfach heute, glaube ich, nicht mehr schaffe. Ne? Weil in der nächsten Folge werden wir dann diesen Raid da irgendwie machen, ne? Mhm. Ich finde es aber cool, dass ich jetzt dieses Banner da habe. Das ist schon eine ganz coole Sache eigentlich. Mhm. Werden wir in der nächsten Folge dann diesen Raid da machen, wo wir die ganzen Tiere und das alles da abschlachten von diesem Raid. Das wird ja auch nicht so einfach, glaube ich, werden, oder? Mhm. Kannst du eigentlich Wasser-Emojis? Was ist das? Springen und dann dabei Wasser unterplatzieren. Nee. Ich kann's. Ja, mit der Tastatur weiß ich nicht, ob das da so einfach ist. Keine Ahnung. Ein Goldstück nehme ich gerne mal mit. In der nächsten Folge können wir dann ja diesen Raid, wie gesagt, machen. Da bin ich dann auch dabei. Da sind wir dabei. Ich habe irgendwie Schiss vor diesem Raid. Weil da könnte ja alles passieren bei diesem Raid, oder? Hexen kommen auch. Ja, ich weiß, alles kommt da. Ja, aber wenn ich dann wieder an meinem Haus respawn, ist das ja eigentlich nicht so schlimm. Ja, weil dein Haus ist ja bei denen. Ja. Boah, ey, das sieht so schön aus. Ey, sag mal ehrlich, dieser Sonnen. Ja. Und mit diesem Wasser auch, ey, das sieht so wunderschön aus. Das finde ich cool an diesem Shader, einfach dieses Wasser, eigentlich. Und diese ganzen, diese Animation, wenn das jetzt irgendwie Wasser auf Dings trifft, irgendwie. Mhm. Irgendwie Angst, dass ich denn hier meinen Weg verliere, wenn ich jetzt hier so viel rumlaufe. Könnte das passieren? Das könnte eigentlich passieren, wenn ich Pech habe. Ich muss jetzt die Nacht durcharbeiten. Alter, warum? Ich muss jetzt die Nacht durcharbeiten, das ist auch nicht so geil. Habe ich noch Wolle? Nee. Dann könnte ich mein Bett craften und mich dann hier einfach hier hinlegen. Das wäre auch nicht so schlau. So viel Eisen. Ja, ich weiß. Wie viel hast du jetzt insgesamt? Ich habe schon... Warte... 20. Oha. Und ich bin gerade erst mal reingegangen. Bei 25 ist dann richtig schon eigentlich ganz gut. Mhm. 25, also so 60 oder ein Stack, ist ja ein Stack, ist schon nicht schlecht. Also ich baue jetzt dieses Angelhaus einfach mal hier. Ich baue hier dieses Angelhaus jetzt einfach mal. Ich mach das einfach so ein kleines, süßes Angelhaus. So, hier. Nee, das muss ich, glaube ich, mehr am Wasser bauen. Ach so, ich weiß, wie ich mir Licht mache. Warum bin ich da vorher nicht schon drauf gekommen, Eike? Mach einfach den Move, Eike. So kann ich gut bauen, wenn ich den hier mache. Ich baue einfach die Nacht durch. Ich werde jetzt einfach die Nacht durch grinden in Minecraft. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, weil jetzt alles hier passieren könnte, aber ich mache es jetzt einfach. Perfekt. Ey, auf dieser Insel wäre es doch aber schon gut. Mhm. Ach ja. Was wollen wir denn? Ich werde das aber, muss ich das wegmachen, wenn ich das auf dieser Insel hier baue. Dann werde ich das wahrscheinlich hier wegmachen müssen, alles, diese Erde. Mhm. Dass ich eine glatte Fläche habe, dann werde ich hier. So ein kleines Steg. Ach, dann passt das aber mit dieser Mine nicht so rüber. Weil guck mal, dann müsste ich ja über diesen Berg darüber bauen. Mhm. Das wäre auch, glaube ich, auch nicht so klug, oder? Wenn ich über diesen Berg rüber baue, Eike? Ja, das stimmt. Das wäre nicht so klug, wenn ich über diesen Berg darüber baue, weil... Ich brauche ja auch noch Gold, ist das Ding. Ich brauche ja auch noch ganz dringend Gold, dass ich mir diese Antriebsschienen bauen kann. Mhm. Da drüben ist eine Tigerwüste, das weiß ich irgendwo, aber... Ich hab direkt neben meinem Dorf eine Tigerwüste. Nein, das ist diese Tigerwüste hier, diese Western-Tigerwüste hier. Weißt schon, welche ich meine, oder? Ja, hier.
Flohweg. Nein, 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 die andere da. Von. Es gibt doch noch so eine andere mit diesen Keramikblöcken. Weißt du welche? Ja, genau die meine ich. Und die habe ich hier in der Nähe gerade irgendwo. Fuck, ich mache mir mal noch eine neue Dings. Mhm. Mal noch eine neue Schaufel. Schaufel. Ich mache mir jetzt einfach eine Holzschaufel. Ist mir jetzt eigentlich egal. Ich will das einfach nur wegkriegen hier alles. Die Holzschaufel ist gefühlt nicht schneller, als wenn ich das mit der Hand machen würde. Aber ich mach's halt einmal trotzdem. Ich finde die Eisen. Finde ich schon voll schnell. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Leute, nächste Folge Raid, wie gesagt. Da könnt ihr euch schon drauf vorbereiten. Die werde ich auch direkt jetzt nach dem Video, wie gesagt, aufnehmen, glaube ich. Weil das macht nur Sinn. Das Angelhaus entsteht. Kann ich ja die Folge einfach mal nennen. Folge 5 ist es jetzt schon. Mhm. Shader. Folge 5, Leute. Folge 5 ist es schon. Das ist schon gut, oder Eiger? Mhm. So, jetzt mache ich hier einen Dings hin. 3. Hier, oder? Nein. Los. Alter, der hat ein Eisen gedroppt. Warum? Da oben ist ein Creeper und ein Skelett mit Goldrüstung. Ehrlich? Nee, muss nicht sein. Ja, das stimmt, das muss nicht sein. Ich finde dieses Banner voll geil. Guck mal, dieses unheilvolles Banner. Finde ich echt voll geil. Ah, noch den Creeper? Ach, ey, ehrlich. Nee, ich kann ausrasten. Ich auch. Ziemlich sogar. Ey, Eike, ich brauche noch ein bisschen Dschungelholz. Ich gehe noch dahin und fahr mal noch ein bisschen Dschungelholz am besten. Mhm. Ich mache mir mal hier eine Fackel hin. Die Fackel habe ich. So, dann weiß ich wenigstens immer, wo das jetzt hier war. Ungefähr. Weil ich brauche ja noch ein bisschen Holz, was ich jetzt noch wegfahren muss. Ich finde, diese Ranken sehen auch irgendwie eigenartig aus. Mhm. Diese Ranken irgendwie, oder? Ja. Sehen auch ganz schön eigenartig aus. Also, ich habe von den Pillagern, glaube ich, vorher nicht mal das Loot eingesammelt. Perfekt. Sollte mal aufpassen. Da stehen auch 2 Skelette und ein Creeper. Ey, das ist so verhext manchmal, Minecraft. Mhm. Das ist extrem scheiße. Eisen für ein Angriff. Wenn du das jetzt direkt findest, ist auch fraglich. Ich guck jetzt mal hier, was hier los ist. Hier drüben. Oder so. Mir fehlt. Hier irgendwo war die Höhle, wo ich rausgekommen bin, weiß ich. Hm. Mir fehlt 14. Achso, hier ist ein bisschen Dschungelholz noch. Ja, perfekt. 9 Eisen. 9 Eisen. Was will denn dieser dumme Zombie jetzt? Alter! Nee, nicht dieser. Och, Digga. Ich hasse es. Was war da? So ein kleiner Mini-Zombie hat mich jetzt hier runtergedingst. Ich bin richtig am Arsch. Ich habe kein Essen, ich habe nichts. So. Aber ich beschwöre darauf, dass ich jetzt nicht. Da beschwöre ich wirklich drauf. Weil der Typ ist runtergefallen. Was ist das denn für eine Maschine? Ich beschwöre darauf, dass ich heute in dieser heutigen Folge nicht ins Dorf gehe. Alles, was passiert, ich gehe dieser Folge nicht ins Dorf. Das bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt ins Dorf gehe. Aber sterben ist auch scheiße. Ja. Weil dann habe ich diesen Raid nicht mehr. Und ich will den gerne. Dann wäre es für mich jetzt nicht so schlau. Es gibt so viele Dinge, die nicht schlau sind, aber ich mache es ja trotzdem. Fühle ich. Ich baue mich jetzt hier einfach mal hoch. Da kann mir ja nichts passieren, außer so ein hässliches Skelett, was mich jetzt hier runterballert. Glowberries habe ich noch. Die könnte ich natürlich nehmen dafür. Ist es wieder dieser Mini-Zombie? Nee, ein Skelett ist das, was mich jetzt hier abschießt. Digga. Alter, ich muss auf meine Plattform. Da respawnen ebenfalls keine Zombies oder irgendwelche Skelette oder irgendwelche anderen Fabelwesen. Ich muss ein Creeper explodieren und das ist vorbei. Alles. Wenn hier ein Creeper explodiert.
bin noch down, wenn hier ein Creeper explodiert, Junge. Was soll ich denn tun? So, ich habe jetzt noch ein bisschen Holz. Warte. Leute, ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr jetzt so dumm wart wie ich und einen Raid durchgeführt habt, aber das Ding ist halt, ich krieg diesen Raid halt nur einmal, weil guck mal, sonst müsste ich ja diesen scheiß Tempel da suchen, wo die da sind, diesen Plündererturm, oder? Ja, da ist noch gefährlicher. Ja eben, das ist jetzt hier besser als die andere Variante, die noch riskanter ist, sage ich jetzt mal so. Und hier kommt ja auch nicht so viel hin, hier, weil ich hier eine Fackel platziert habe. Trotzdem ist es ein bisschen eigenartig. Na, guck mal, mich hat gefühlt alles angegriffen, was hier in der Nähe war, Junge. Ich hab jetzt schon 16, bin jetzt schon Level 16 vom XP. Ist ja schon ein bisschen. Das wäre jetzt schon ein bisschen schade, wenn ich jetzt einfach random sterben würde, oder? Das wäre schon ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen daneben. So, mache ich es jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wie mein Angelcamp aussieht. Ich könnte das. Ich weiß, wie ich es mache. Ich habe eine Idee. Craftet man sich denn Fässer? Oh. Oh nee, ernsthaft? Ey, das ist doch jetzt nicht ernsthaft schon wieder passiert. Ich habe 4 Herzen. Ich könnte jederzeit hier sterben oder verrecken. Ich habe gar keinen Bock mehr. Oh, das wusste ich jetzt nicht, dass es geht. Scheiße. Sieht aber cool aus. Das mache ich an meiner Oase. War ganz entspannt. Ah, den muss ich mir aufheben, den Glowberry, weil den will ich an meiner Oase da hinten machen, weil dann habe ich Glowberries. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Hier gibt's auch nicht so viel. Ich will von allem ein bisschen was haben. Wenn du das verstehst. Wie findest du die jetzt das eigentlich, wenn ich das jetzt so ein bisschen noch verschönern würde? Ja. Würde es dann gut aussehen? Ich weiß ja nicht, wie du fahren willst. Ich werde es jetzt so machen. Jetzt noch hier ein Fass. So einfach geht's Fässer zu craften, dann kann ich ja hier direkt alles voller Fässer hier oben machen. Perfekt, mache ich jetzt alles hier voller Fässer. So hier. So hier. Perfekt. Ich hole mir mal noch mehr am besten. Ein bisschen Holz brauche ich noch. Da ist ja vollkommen egal, was das jetzt für ein Holz ist. Oh, das ist hier ist keine einzige andere Höhle, nur die da vorne. Ja. Ich habe keinen Bock, in die zu gehen. Ja, weil das ist halt übelst gefährlich. Ich habe auch Angst, da unten spawnen doch massenhaft Creeper oder andere Fabelwesen. Endermans. Ja. Ey, neulich dieser Zombie-Piglin, ne? Das war ja, da hast du ja erzählt oder gedacht halt, dass das halt so einer war, ne? Mhm. War schon so ein Ertrunkener halt. Mhm. Denkst du, das stimmt, dass das so einer war, so ein Ertrunkener? Nein, so ein Zombie, was vom Blitz getroffen wurde. Ja. Ah. Also so ein Schwein, vom Blitz getroffen wurde. Das stimmt, das kannst du mit Command. Das glaube ich dir. Aber ich fand halt irgendwie das ein bisschen random so, weil auf einmal, das war aber auch beim Blitz, also beim Regen. Da muss es ja gewesen sein, ne? Da muss irgendwann Blitz. Was ist denn, wenn ich jetzt vom Blitz getroffen werde? Kann man von Blitz getroffen werden? Das geht safe, oder? Ich glaube ja. Da kann auch safe vom Blitz getroffen werden. Ach. Ich glaube, das ist nicht so angenehm, wenn man vom Blitz getroffen wird. Das kannst du laut sagen. Zu meiner Angelhütte. So. Ich weiß, dass sie jetzt nicht so gut aussieht, aber was soll ich machen? Ich möchte ja in der nächsten Folge diesen Raid da durchführen. Ich möchte noch diese Angelhütte hier fertig bauen, ihr halt. Nein, ich hab keinen Bock mehr. Ich will doch nur ein kleines Stück Lava. Ja, es halt immer das Lack und es lackt halt nicht immer rein ins Spiel. Nein. So. Ja, hier ist so ein. Ich
Ich will das irgendwie so platzieren, dass das. Ach, Digga, ich möchte das von der Innenseite platzieren. Hallo. So. Ja. Hier ist es doch auch richtig. Dann platziere ich es hier auch von der Innenseite. Ja, das ist falsch so gewesen. So muss ich das dann machen. Innenseite, so. Dann ist. Weiß ich nicht, ob es richtig ist. So, ja, genau so wollte ich es machen. Perfekt. Weil ihr merkt schon heute, das wird eine lange Folge hier. Alter, Mann. Das nimmt einfach nicht an. Ich hasse es hier, ehrlich. Och, ja, mach mal dein Controller-Pedal bitte ein bisschen leiser. Also nicht so doll jetzt drücken, weil das ist. So. Oha. Das sieht eigentlich gut aus. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. So als Angelhütte könnte man das schon nehmen. Jetzt werde ich noch den Boden ein bisschen ausdingsen. Dafür brauche ich aber einen Stein. Schaufel. Jetzt noch der Boden, der wird noch ein bisschen schöner jetzt hier gemacht. Und dann noch ein Steg, ein kleiner. Dann habe ich fertig die Angelhütte. Aber ich will halt. Ich bin halt so einer, ich weiß nicht, ob du auch so bist, aber ich will halt alles so ein bisschen schöner angehen. Ist das bei dir auch so? Manchmal schon, ja. Weil nicht alles immer so direkt so machen. Die Fackel platziere ich einfach mal um, die mache ich einfach mal hier rauf. Wenn jetzt irgendwas passiert, oder? Oh fuck. Die Fackel mache ich einfach mal hier rauf. Den auch abbauen im Block. So, jetzt mache ich das einfach mal. Ich glaube, ich habe jetzt genug Eisen, um mir ein Amboss zu craften. Willst du dir was verzaubern? Ja, aber ich brauche noch ein Buch. Wie willst du das jetzt kriegen? Guck mal, ob einer da was handelt, was tradet. Dann könntest du so Aufgaben machen von den Villagern, dass du Dinge. Ja, ich guck mal. Also Bücher hätte ich doch, aber. Kannst du doch aber auch einfach eins cheaten, so. Soll ich? Ja, du hast doch schon einmal gescheatet. Ich, weißt du, wie ich meine? Mach doch. Was ist daran jetzt so schlimm? Ich kann in meiner Minecraft-Welt nicht mal mehr schieben, weil das Ding ist halt, ich habe ja alles auf Dings. Also ich habe das so eingestellt, dass ich nicht schieben kann. Es schießt aus. Also ich kann gar nicht schieben in dieser Welt. Es ist ausgestellt. Halt. Finde ich auch gut so, weil sonst würde ich immer wieder verleitet werden, dazu zu schieben. Und da hatte ich auch keinen Bock drauf. Ob du weißt, was ich damit meine. Wenn man irgendwas dringend braucht, ne, und das dann nicht hat, dann cheatet man einfach random. Ist leider manchmal so. Jetzt habe ich noch eine Idee, was ich mache. Jetzt werde ich hier mal ein bisschen Sand wegbauen. Jetzt habe ich hier Sand fünfmal. Ein bisschen. Hier ist auch eine Mühle. Da will ich gleich rangehen. Findest du da ein bisschen was Gutes, oder? Mhm. Gucken wir mal. Die leider wegbauen. Mit dieser Fackel im Schnellslot, ne? Das kann nicht gut gehen. Eine Fackel im Schnellslot. Ja, Eisenblöcke habe ich schon mal einige. Das brauchst du noch normal, ne? Halt. Mhm. Ich baue hier mal alles weg jetzt von Sand. Eisenblöcke. Alles. Wenn man so eine alte Anglerhütte baut, irgendwie passt da so manche Dinge halt nicht. Ich finde auch, dass bei so einer Anglerhütte, finde ich jetzt persönlich irgendwie so, irgendwie passt da kein Glas in so einer Anglerhütte. Ich finde mehr so Falltüren passen da gut. Ich fahre jetzt mal noch ein bisschen Holz und dann mache ich mir noch ein paar Falltüren. Kann ich die nämlich noch so geil ranmachen. Das ist doch mal eine gute Idee.
Ich finde, Eike, das lasse ich hier immer noch so wegen den Ranken, die ich halt noch gerne behalten möchte. Mhm. Ich will halt alles immer so auf so einer kleinen Ebene haben, ob das Ranken sind oder andere Dinge. Voilà. Gut, sehr gut. Ich brauche mir auch noch mal so einen kleinen Schmied in mein Haus oder in so ein anderes. Also ich werde mir noch mal so ein anderes Haus bauen in so einem Berg, ne? Und dann, glaube ich, mache ich mir auch noch mal dann so einen Schmied oder sowas. Mhm. Das passt ja gut eigentlich. Ja. Das wäre eigentlich eine voll gute Idee. Die Folge war so ein bisschen durcheinander gewirbelt durch den Raid, den ich jetzt drauf habe. Wenn ich dieses Pillager-Banner nehme oder das einfach hier rauf mache, ja, ob das funktioniert. Aber irgendwie konnte man das mal tragen. Das geht irgendwie, dann kann man nämlich so ein Raid herausdenken. Frag mich nicht. So ein Raid ist eigentlich voll nice, finde ich. Mhm. Findest du so ein Raid irgendwie auch geil? Mhm. Wenn man so ein Raid denkst. Also wenn man der Digga, da kannst du Effizienz 3 Bücher und sowas bekommen. Mhm. Und ganz viele Emeralds kriegst du. Ich kann richtig viel traden. Mit den Villagern auch und so. Ey, dieses Wasser, Junge. Das sieht so schön aus. Naja. Ich find's voll gut, dass man bei dieser Java einstellen kann, dass man nie wieder cheaten kann in der Welt. Wird man gar nicht dazu verleitet zu cheaten wegen irgendwas, weil dann weiß man, ich kann es nicht und fertig. Braucht man darüber auch nicht mehr nachdenken. Was esse ich denn jetzt? Ich esse weiter dieses Rotten Zombie-Fleisch, weil ich kann ja nicht in meine Base gehen, dadurch, dass ich halt ja hier noch meine Anglerhütte baue und den Raid gerade drauf habe. Das ist voll dumm, aber. Ich habe nicht mal einen Eimer, nichts habe ich. So. Jetzt wird die Anglerhütte noch so ein bisschen verschönert. Die Jagdbank kann ich eigentlich hier hinstellen. So. Was brauche ich jetzt für die Werkbank? Ich brauche Eichenholz-Falltüren. Wo sind denn hier Falltüren, frage ich mich gerade. Achso, ich muss das erstmal in Holz dingsen. Da muss ich mir Falltüren machen. 60 habe ich schon mal. Ja, auch nochmal. Ich brauche nämlich unbedingt Falltüren. Ich mach das mir jetzt einfach. Mir jetzt alles an Falltüren, was ich kann. Ich brauche ganz viele in den Falltüren. 24, okay. Ich lasse sie lieber offen, sonst bringt ja nichts. Muss ja nicht machen, wenn ich so ein Ding sehe. Die kleine Anglerhütte. Ich finde es immer heftig, was man sich so alles mit Holz herstellen kann oder so. Ich will das nicht so. So, jetzt so. Ist da unten. So. Und da unten. Bam. Bam. Jetzt hier noch. So. 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 Ich finde, das passt voll gut, sowas. Mhm. Diesen Eichenholzfaltchen. Findest du auch, dass das gut passt, so? Zu so einem Dings? Ja. Sieht echt ganz cool aus. Ja. Fällt mir eigentlich meine kleine Anglerhütte. Jetzt brauche ich das noch. Noch mal ein paar. Das ist denn jetzt hier. Ach, Schwarzeichenstamm. Alter. Ein Ofen.
So, okay. Dann mache ich mir das mal ganz kurz. Einen Ofen muss ich mir herstellen. Das kriegen wir auch hin. Ist da ja vorherdings, weil ich wollte mir noch einen Räucherofen herstellen. Kann ich direkt jetzt mal machen. So. Ja. Ich gehe ja kurz hin. Fahr mir mal 4 Eichenstämme. Leute, ich wundere, wenn ihr irgendwie Lichter seht, dann ist es daran, dass ich einfach irgendwo mal aus Versehen eine Fackel platziert hatte. Das kann möglich sein. Gerade bei mir ist das möglich. So. Die Anglerhütte. Die gute alte Anglerhütte. Oh. Och, Digga. Oh, nee. Jetzt kommen hier schon wieder 1000 Zombies entgegen. Was wollt ihr denn? Zombies sind so nervig. Ich heb mich mal wieder voll. I eat what and then I drive fire. So einen schönen Baum, der würde hier auch nochmal drauf passen. Mhm. Die Anglerinsel kann ich das ja nennen. Genau, ich wollte mir ja noch ruhig. Kann ich ja nicht so machen. Drin der Ofen, der noch gecraftet werden muss. Und dann den guten alten Ofen, da haben wir ihn. So, jetzt. Und der Ofen noch da rein. Zack. Welcher Ofen haben wir auch? Kann ich den am besten jetzt hinstellen? So. Was ist eigentlich ganz cool aus. Ich merke gerade, ich kann mir auch mal richtige Fackeln eigentlich mal machen. Würde mir noch mal mehr machen, warte. Wieso habe ich mir das nicht vorgestellt? Schüsselfehler. Ich habe da aber keinen Fehler gemacht. Oh, nein! Alter, Mann, Digga, das war ja richtig close. Digga, Alter, das war ja richtig knapp, oder? Oh, ja. Da war ja anders knapp. Nein, da wollte ich nicht. Ich die ganze Zeit aus Versehen Fehler mache, ey. Das regt mich gerade selber auf. Boah, Junge. Da ein Hin, da ein Hin. Da ein Hin, da ein Hin, da ein Hin. Ist doch ganz schillig, diese Angerecke. Mhm. Jetzt wird nur noch der Steg. Den kriege ich auch noch hin. Ich wüsste schon, was wir reinstellen in diese Angler-Ecke. Also wir stellen wir einfach diesen Räucherofen rein, ne? Mhm. So hier. 2 wären vielleicht sogar besser noch. Machen wir mal noch einen zweiten. Komm. Man lebt eh nur einmal. Den zweiten. Entschuldigung. 18 Skelette sind hier. Kein Bock mehr. Nur Spinne. Perfekt, wenn ich jetzt sterbe, bin ich tot. Das ist klar. Ja, oh, da bin ich auch tot. Ich bin auch tot. Ey, ich bin wirklich fast tot.
ist die Wahrheit. Ich glaube, ein zweiter würde aber irgendwie noch besser reinpassen in dieses Bild so ein bisschen. Und auf die andere Seite, das ist ja viel zu riskant hier. Und kann ja alles hier drinnen passieren. Bitte lass mich. Danke. Schön, drei Obsidian. Kann ich mir schon... Zwei Obsidian. Was willst du dir denn machen? Zauberungsfisch. Ah, schön nicht. Ich bin Bidlo, der Ochsenknecht. Skelett mit verzaubertem Bogen. Och, Digga. Wieso haben die alle so OPs Loot? Frage ich mich. Digga. Junge, Alter, wie ich Fortnite hasse. Ja, dieser Meme, kennst du das? So, das habe ich. Ich weiß nicht, ob ich so einen großen Anglersteg mache. Muss ja kein Mensch machen. Kann ich mich immer hier hinstellen und so ein bisschen angeln. Dann kann ich da direkt braten, das Essen. Der Anglersteg. Das ist Tag, ich kann mal wieder ein bisschen auf Reise gehen. Ich gehe jetzt dahin, wo die hässlichen Skelette waren und baue da mal das Holz ab. Aber sag mal ehrlich, wie sieht denn eigentlich nicht so schlecht aus? Zombie. Die Zombies, die können dann auch noch mal verbrennen. Wusstest du schon? Na ja, war. Wenn die Zombies dich mit verbrannten Händen anfassen, also wenn die verbrannt sind, kannst brennst du auch. Das hat gar keinen Sinn. Das ist so. Oh, 37 ist schon. Perfekt. Leute, die nächste Folge, ihr wisst. Wait, nächste Folge. Oh, ist hier dieser Bienenstock dran oder so? Was ist denn der? Scheiße, dass ich den jetzt aus Versehen abbaue. Das wäre ein bisschen RIP. So, da ist der dran. Wenn ich das jetzt abbaue, ist der trotzdem noch da. Okay. Alles klar. Weißt du, wie man sich Bienenstöcke herstellen kann? Das geht das überhaupt? Ich glaube, das geht nicht mal, ne? Ich glaube nicht. Es geht glaube ich nicht mehr, dass ich das herzustellen. Bist du halt gestorben? Nee. 64 Diamonds. Aha. Nee, ich platziere die hier und baue die ab. Ja, so. Alles klar. Alter, so. Chillt mal. Chillt mal euer Leben. Tag ein, Tag aus. Tag ein, Tag eins. Der ist sowas von falsch. Ja. Gutes Endergebnis. Werkbank, die stelle ich mir einfach noch hier rein. Mir fehlt ein Obsidian, Mann. Mir fehlt ein Obsidian. Aha.
Es ist so nervig mit Kind. Ich brauche eine Zäune. Oder hier. Sticks brauche ich ja dafür, stimmt. Wo haben wir die guten Stickies da? Sticks. Und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. So, haben wir's. Mir fehlt noch einer. Ich hatte ja noch einen abgebaut gehabt. Jetzt verändere ich nochmal hier und dahin. So. So, was könnte ich noch verbraten? Ich verbrate einfach mal das jetzt hier. So, ich brauche dringend was für Essen. So. Gebratenes Hühnchen schmeckt immer. So, ich bin wieder voll wenigstens. Das ist ja ganz cool. So, den Steak, den habe ich auf jeden Fall schon mal. Der sieht ja eigentlich ganz cool aus. Und ja. Ich brauche nochmal Holz. Ich gehe nochmal ein bisschen Holz fahren. So, was willst du denn gerade überhaupt versuchen, Eike? Ja, den so ein Dingsfass habe ich uns durchgeworfen. Immer noch? Mhm. Also. Also hier keine roten Teppiche. Vielleicht hier schaffst du es ja noch. Hier sind immer rote Teppiche drin. Das weiß ich. Hier. What? Keine roten Teppiche? Hä? Da sind doch normalerweise immer. Das Game ist wie verhext. Du brauchst dafür rote Teppich, um dir so einen Verzauberungstisch zu craften. Ja. Okay. Was ich jetzt noch nicht. So. Muss ich zu Ende machen? Will keiner. Was habe ich denn hier getan, Alter? So, jetzt. Da habe ich auch aus Versehen eine Fackel hingesetzt. Perfekt. Da kommt. Da kommt einer hin. Schuldig. So. Auf der Seite nur noch ein paar so eine Eichenholz-Dings hinmachen. Scheune. Jetzt. Wie mache ich mir eine Leine? Leine? Aus Leder, ne? Nee. Wie macht man sich die denn dann? Hier. Oh. Ja, okay. So, Leute. Ich glaube, ich bin mit der heutigen Folge fertig. Wir haben alles geschafft, was wir wollten. Wir haben das Fische ausgebaut. In der nächsten Folge gibt es, wie gesagt, den Raid. Ja, haut rein.